Moment, erstmal, da ist ein Fenster. Indy mag keine Fenster. Indy haschen Fenster, Uga. Das haben wir schon im dritten Kinofilm gesehen. Indy mag keine Fenster. Er geht nicht durch die Tür, sondern er schwingt sich durch sie durch, um zu seinem Vater zu kommen. Und da unten ist ein Eiszapfen. Das bedeutet, wir haben wieder einen Freund hier im Haus. Zwei sogar. Zum Glück kündigen sich diese Viecher durch ihren Soundeffekt sehr früh an. Da ist das kein Problem. Komme ich da runter? Wow! Ich könnte da runter, aber das ist viel schneller gewesen. Moment. Ich will dem nicht im Nahkampf begegnen. Deswegen machen wir das auf die elegante Art. Wir schießen ihm in den Rücken. Ja, das ist sehr elegant. Zumindest in meinem Wörterbuch. Ihr könnt es nachschlagen. Ich werde mein Wörterbuch irgendwann in 20 Jahren mal veröffentlichen. Und wenn nicht, dann habt ihr Pech gehabt. Dann habe ich es ein Jahr vorher veröffentlicht. Und es war schon draußen. Und ich habe keinen Gewinn damit gemacht, weil ich meinen Release-Termin zuvor verschoben habe. Das war scheiße. Sesam 2. Hey, cool. Die andere Seite der Brücke. Aber hier war, glaube ich, nichts, oder? Nö. Nur das wunderschöne Panoramabild, wie der Fluss an uns vorbeifließt. Absolut tödlich, wenn wir reinfallen sollten. Was steht denn hier drauf? Hm, hier ist eine Inschrift eingraviert. Leute nach dem Meister. Hm. Wenn ich mich recht entsinne, werden Glocken zur vollen Stunde geschlagen. Wie spät mag es wohl sein? Ich will hier schließlich nicht bis Mittag warten. Ah, okay. Ich glaube, ich verstehe es schon. Wir müssen, also, die Glocke schlagen ist klar. Aber kennt ihr noch diese alten Uhren? Die richtig alten, wo noch so Figürchen rauskommen. Also nicht um den Kuckucksuhr, aber so wie in den alten Disney-Filmen. Zur vollen Stunde, wo dann solche Figuren rauskommen. Und auf die Glocke schlagen oder sich gegenseitig schlagen, wenn es sein muss. Und ich glaube, diese Kupferfigur da drüben, die mussten wir hierher schicken. Und dafür ist vielleicht dieser eine Hebel, der das Ding zum Drehen gebracht hat. Ich versuche nur gerade meine Erinnerung in dem Punkt ein bisschen aufzupaulieren, weil dieses Rätsel hier war oder ist mir jetzt nicht mehr ganz so geläufig. Naja, auf jeden Fall, wir müssen wohl wir müssen die Glocke erstmal auf die richtige Höhe kriegen, würde ich sagen, weil Statue da oben, Glocke da unten, das klappt wohl nicht. Ich könnte versuchen, die Statue, wenn sie hier irgendwann ankommt, so runterzuschubsen, dass sie von oben auf die Glocke runterfällt. Vielleicht klappt das ja. Da macht richtig Gong, darauf wette ich. Hallo, Riesentor. Du siehst mal cool aus. Wahrscheinlich kann Indy das Ding hier nicht hochheben mit seinen alten Knochen, oder? Ah. Es muss einen Weg geben, diese Tür zu öffnen. Ich weiß nur nicht wie. Streng dich halt mal an. Nicht so, ich hab's versucht. Das glaube ich dir nicht. Ah, hier ist noch so ein Hebel. Moment, was bringt der denn? Zieh an! Was passiert jetzt? Das hat nicht so recht geklappt. Gar nichts. Toll, darf ich jetzt noch ein Wasserrad aktivieren gehen, oder was? Haben wir noch nicht genug Power? Wie viel Kraftwerke braucht denn so ein Kloster? Dann hätten sie lieber Solarplatten installieren sollen. Das ist zwar eine scheiß Arbeit, aber hey. Wenigstens ist es dann beim ersten Mal getan, nicht wie hier. Keine Spinnen, keine Eiskristalle. Ich realisiere jetzt gerade, jetzt darf ich sogar nach zwei Gegnern Ausschau halten, die an der Decke hängen können. Wie umständlich. Boah, meine Fresse. Na, der Hebel dürfte die Glocke hochfahren. Ja. Mit verdammt geiler Musik sogar. Zumindest in meinen Ohren finde ich die ziemlich cool. Das hat so richtig ein Klosterberge-Touch, dieses. Oh. Ich habe zwar noch keinen Kerl in den Bergen sitzen sehen, der die ganze Zeit oh macht, aber wenn ich einen sehe, sage ich euch Bescheid, keine Sorge. Okay, das heißt, die Statue oder dieser Gonger da drüben und die Glocke sind jetzt auf der richtigen Höhe. Und die wird zur vollen Stunde geläutet. Moment mal. Vielleicht müssen wir jetzt diesen Hebel aktivieren. Oh, ich höre die Uhr schon schlagen von hier aus. Das ist irgendwie cool. Riesenteil anscheinend. Alle, hepp.
Moment, der Hebel hier hat die Tür geöffnet. Der ist also nicht der richtige. Welcher oder wo war der richtige? Da unten. Moment. Da müsste ich eigentlich nur... Kann ich von da aus rüberspringen? Ja, kann ich. Sehr gut. Dann machen wir den kurzen Weg. Nicht, dass ich in diese Leiter klettern muss. Sondern wir machen den Froschweg und springen einfach einmal mehr dorthin. Das ist doch leichter. So. So, bringt der Hebel jetzt irgendwas Gescheites? Ja, das Ding dreht sich schon wieder. Und nu? Ich höre es im Hintergrund immer noch drehen. Aber es passiert sonst nichts. Also muss ich noch irgendwas tun anscheinend. Lass mich mal kurz nachdenken. Wir haben mehrere Knöpfe und einen Hebel zum Türöffnen gehabt. Und der einzige Hebel... Ah, okay, das war die volle Stunde. Der einzige Hebel... Ah, Moment mal. Drüben ist noch ein Hebel. Und der hat genau dasselbe Symbol wie das hier. Und der hat nichts gebracht. Vielleicht brauchen wir den. Das würde allerdings bedeuten, dass ich die... Na toll, dann muss ich die kurz nacheinander aktivieren oder irgendwie sowas. Na, versuchen wir es einfach mal. Vielleicht habe ich ja Glück. Ja, dreh dich, immer im Kreis. Ich muss ja die Arbeit machen, nicht du. Nummer hoppa. Nummer droppa. Nummer Drogba! Drogba, komm! Gib Gas! Du schaffst das! Hepp! Und Peitsche. Na, jetzt dürfen wir auch wieder auf den alten Mann warten, bis er oben angekommen ist. Und Drehung und... Oh, das war knapp. Lauf, Indy! Lauf, Indy! Ich glaube, das Ding hat schon lange aufgehört zu drehen, oder? Hast du schon aufgehört zu drehen, oder? Ja. Ich versuch's trotzdem. Legen wir den Hebel nochmal um. Vielleicht bringt's ja jetzt was. Na, passiert was? Ach! Das Ding dreht sich nicht, aber kommt trotzdem angerauscht. Okay. Logik. Und wird er treffen, wird er treffen und... Home Run! Okay. Hallo, junger Mann. Du hast geläutet? Das stimmt, habe ich. Und du benötigst meine Hilfe? Tatsächlich? Na ja, um ehrlich zu sein, ich habe mich verirrt. Aber du bist derjenige, der mir helfen muss. Wie du bereits vermutet hast, kam vor langer Zeit ein Mann aus der Wüste zu uns und mit ihm der wirbelnde Götze. Seit Jahrhunderten haben wir mit seinem bösen Vermächtnis gelebt. Befreie uns davon. Und unser Segen wird mit dir sein. Zeigen Sie mir den Weg. Ich bin zu alt und zu schwach. Um überhaupt zu Diensten stehen zu können, muss ich meine frühere Stärke zurückgewinnen. Und dazu fürchte ich, bedarf es eines gewissen goldenen Schatzes. Okay, ein goldener Schatz. Und wo ist er? In der Schatzkammer natürlich. Duh. Hier, das wird dir vielleicht nützlich sein. Schlüssel! Okay. Hallo? Wo ist der goldene Schatz? Ich habe ihn noch nicht gefunden. Durchsuche die Schatzkammer. Na gut. Riesige große Glocken beschwören alte Frauen, die mir Schlüssel geben. Na, was auch immer das Spiel weiterführt, ich bin zufrieden. Und zum Glück gibt's hier nur eine einzige Schlüsseltür, die wir bisher gefunden haben, und die war ganz unten. Also laufen wir doch mal dorthin schnell. Diese tickende Uhr ist schon irgendwie cool. Ich meine, in so einem alten Kloster so ein riesiges Ding anzubringen, betrieben mit einem großen Wasserkraftwerk von unten, das ist schon irgendwie beeindruckend, muss man zugeben. So, wo war das jetzt? Da. Linke Seite. Ja, das müsste eigentlich passen, ne? Wo ist er denn? Hier. Der Shambhala-Schlüssel. Bingo! Nun,
Es hat funktioniert. Alter, sind die Türen laut. Aber wirklich. Und haben wir hier irgendwo wieder Eiszapfen oder Spinnenfeinde oder sowas? Ich freue mich jetzt schon drauf. Noch nicht, aber das sieht übelst cool aus hier drin. Richtig schön. Schöne Wasseratmosphäre, dieses Teil hier. Was auch immer das darstellen soll. Wo führt diese Tür denn jetzt eigentlich hin? Moment, das... Hier war doch ein Hebel, ne? Ja, hier ist ein Hebel. Ziehen wir doch mal. Ich wette, das ist der Türhebel. Ja, das war irgendwie vorhersehbar bei der Nähe, dass es sich um einen Türhebel handelt. Ah, der führt nach draußen. Okay. Ja, aber ich habe weder Lust, jetzt nochmal klettern zu gehen, noch habe ich einen Grund, warum ich zurückgehen sollte. Also, ja, Türhebel. Und... Okay. Und die Tür geht von alleine wieder zu anscheinend. Das heißt, wenn ich einmal jetzt rausgerannt wäre, wäre ich so schnell nicht wieder reingekommen. Das ist gut zu... Moment, ist da was? Ja, das ist unser Freund, das Eisvieh. Wie nennen wir dich eigentlich? Habe ich noch keinen Namen für dich gefunden. Das Sofort-Stirb-Vieh bei Gewehrschuss? Nee, das ist kein guter Name. Wie wär's mit Fritz? Icy Fritz. Ja, das gefällt mir. Wir nennen dich jetzt Icy Fritz. Hoffentlich bist du zufrieden damit. Wenn nicht, beschwer dich beim Einwohnermeldeamt. Die haben sicherlich viele eisige Kreaturennamen extra für dich reserviert. Darauf könnte ich wetten. Ui. Was war das gerade? Das hat auf einmal übelst laut Pock gemacht bei einem seiner Schritte. Komisch. Moment, auf den Balken, da müsste ich eigentlich rüberhopsen können. Ein bisschen Anlauf. Und einem schönen Speicherstand. P04. Versuchen wir es doch einfach mal. Schaden kann es ja nicht. Tatsache, kommen wir rüber. Da steht eine große Statue. An diesem Wasserfallgedöns. Und Moment, hier haben wir noch was zum Hüpfen und einen Knopf mit Sprungposition. Das heißt, das Spiel will offenbar, dass ich hier irgendwie hüpfe oder so. Ja, können wir gleich machen. Erst will ich den Knopf drücken. Moment. Alle Hüpfwasser. Ich traue der ganzen Sache nämlich noch nicht ganz, weil Knöpfe erscheinen mir ungefährlicher. Oh, eine Leiter nach oben, okay. Dann machen wir doch jetzt mal den Wagnissprung auf dieses Mittelteil da. Mal gucken, was da passiert. Oder habe ich hier was zum Peitschen? Nee. Das kann nicht klappen. Der Sprung hier zwischen dem Balken nach da drüben ist schon ziemlich knapp. Das heißt eigentlich, dass das Teil da vorne außer Reichweite ist. Ich speichere mal. Eigentlich sollte es mir nicht allzu viel Schaden machen durch die Höhe. Falls es nicht klappt. Aber wir testen es einfach mal. Hep. Nicht viel Schaden. Fick dich. Neuladen. Vergiss es. Das ist Glück, dass Inni das überlebt hat. Hi, der Witzker. Auf jeden Fall, die Distanz ist zu kurz. Dafür brauche ich irgendwas. Irgendeine andere Leiter oder was zum Peitschen, um darüber zu kommen. Nein, so weit wollt ihr nicht zurück. Inni, sollst du da rüberhüpfen, verdammt nochmal. Hüpfe hot. So, ist brav. Von der anderen Seite wahrscheinlich, ne? Ja, von hier. Inni, du könntest auch mal so clever sein und von alleine hochklettern, ohne dass ich die Springtaste drücken muss. Mal ganz ehrlich. So schwer sind Leiter nun nicht zu verstehen, dass du dafür meine Hilfe brauchst.